Moin Moin, schön, dass ihr da seid. Zocken mit Bohnen, Mad Max. Die Reise durch die apokalyptische Welt geht weiter und Tim ist auch wieder da. Weil Tim, du hast das letzte Mal ja mit Daniel. Genau, wir waren deine Krankheitsvertretung. Genau, ihr wart meine Krankheitsvertretung. Ja. Und jetzt weißt du nicht mehr, was passiert ist. Ja, jetzt habe ich es gerade angemacht und stehe hier mitten in den Wastelands und weiß gar nicht so genau, was Phase ist. Aber du bist zum Glück da. Zum Glück haben wir auch echt nicht viel geschafft, weil der Daniel, der spielt ja immer so, ne, der nimmt sich irgendwas vor und klickt auf der Karte irgendwas an und dann fährt er da hin und dann sieht er, oh, guck mal da, da brauchen Leute Wasser, oh, jetzt schaue ich da mal aus. Oh, guck mal, da steht noch ein Auto rum, lass da mal gegenfahren und jetzt guck mal hier, da ist noch so ein Ding, was ich umreißen will. Verstehe. Also im Endeffekt wollten wir die ganze Zeit eigentlich nur eine Mission machen für den guten, wie heißt denn der Typ nochmal? Du meinst wahrscheinlich, pass auf, ich hab's ein Jeet oder so ein Scheiß, mit, ne? Mit G irgendwas. Pass auf, du meinst... Jeet? Nee. Kann ich mal kurz auf die Karte gucken? Selbstverständlich. Guck mal kurz auf die Karte, wie hieß der denn nochmal? Aber die, warte mal, die kriege ich, die Karte kriege ich, so. So, zoom mal ein bisschen raus. Weiter raus kann ich nicht, oder? Achso, Gutgash, genau, Gutgash, so. Gutgash. Ja, sind wir hingefahren zu diesem Lager von dem. Und der wollte, dass wir ein Lager ausnehmen in diesem Gebiet da von ihm. Ja. Und dann sind wir also zu diesem Lager gefahren, unter ein paar Umwegen und haben da dann dieses Lager ausgenommen. Mhm. Also haben das da alles kaputt gemacht. Nice. Und, ist das das mit dem Leuchtturm? Also mit diesem riesigen Turm da, wo die Sniper waren? Ja, genau. Die Sniper haben wir weggeballert und ja, dann waren da noch so ein paar Warcrier drin und man musste dann halt da ein bisschen was, ja, ein paar Leute natürlich weghauen und so. Mhm. Ja, und dann haben wir dieses Lager ausgenommen und jetzt sind wir... Im Prinzip müssten wir jetzt genau vor diesem eingenommenen Lager, jetzt müsstest du jetzt eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, sein. Wir sind hier, wir sind schon ein Stückchen weiter. Abgeschlossenes Lager, genau. Siehst du, das Lager haben wir weggehauen. Mhm. Ja, und jetzt könntest du, glaube ich, als nächstes musst du, glaube ich, wieder zu Gutgash und dem das sagen, dass das Lager jetzt kaputt ist und dann gibt er dir, glaube ich, irgendwas Cooles. Ich glaube, er will irgendwie, Gutgash will irgendwie auch Stahl haben, glaube ich, oder so. Stahl! Ich glaube, er will Stahl haben. Ja. Auf jeden Fall, dieses Lager haben wir jetzt gemacht, also jetzt solltest du, glaube ich, wieder zurück zu Gutgash und mit ihm irgendwie labern. Gutgash. Das ist dieser, da wo das Ausrufezeichen ist, da. Hier? Genau. Ja, da haben wir nämlich jetzt, siehst du da, wenn du jetzt da drauf gehst auf das Ausrufezeichen, das grüne. Das linke, ne, da. Genau, der Gutgash. Ein bisschen nach rechts, mal ein bisschen nach rechts, da auf das grüne Ding, genau. Da siehst du, löse ein Lager in Gutgashs Holzgebiet auf, das haben wir jetzt gemacht. Und Tagesexe haben wir auch gemacht. Und jetzt kannst du die Hauptmission sozusagen wieder... In Angriff nehmen. Ja. Gut, dann bin ich jetzt, glaube ich, wieder einigermaßen im Bilde. Guck mal, wie er da aussieht, ne? Geil. Wer ist das? Bisschen beeindruckend. Ist das nicht Gutgash? Nee, Gutgash ist, glaube ich, so ein Opi. Der hat so einen langen Bart und... Boah, wie das hier aussieht. So bärtiger Boy. Habt ihr eigentlich irgendwas mit ihm gemacht oder sah der immer so aus? Nö, ich glaube nicht, dass wir was mit ihm gemacht haben. Ich komme auch immer durcheinander, weil Daniel und ich zocken zu Hause. Das auch manchmal. Und Daniel ist aber schon viel weiter. Aha. Der sieht ja ganz anders aus, aber wir haben, glaube ich, nichts gemacht an ihm. Guck mal, wir können hier Sachen bauen, ey. Das ist ja geil. Ich kann die Festung jetzt hier ausbauen. Das ist quasi dann auch sozusagen meine Festung, ja. Das ist zum Beispiel geil, wenn du Nomadenfarm baust und jedes Mal, wenn du in einen von deinen Unterschlüpfen reingehst, hast du wieder volle Kraft. Aha, okay. Genau. Das ist halt vor allem auch dann in allen Unterschlüpfen so. Also wenn du die da baust, hast du in den anderen Unterschlüpfen, die hast auch diese Nomadenfarm. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Aber jetzt checken wir erstmal aus, was er jetzt zu unseren jüngsten Erfolgen sagt. So, Killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking to you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does.
a nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieved Dimrim of this talent. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Mhm. Verstehe. Okay, nice, jetzt müssen wir also irgendeine Kolonne. Das ist nochmal ein Wassertank hier oder was? Ölbrunnen. Ja, kannst du den tanken. Krass, ey. Kann ja alles machen. Ja, gut. Ich glaube, eine Werkbank kann man irgendwie auch noch bauen, dann ist es auch automatisch wieder. Munitionslager, hast du das schon gebaut? Nö. Man kann ja auch so ein Munitionsding machen, dann hat man automatisch wieder volle Munition. Also kann dann sozusagen immer irgendwie Sachen bauen und dann hat man sozusagen automatisch Sachen aufgefüllt, so Munition, Kraft, das Auto, wenn man dann halt seinen Unterschlupf fährt. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zurück nach Hallo Chum Bucket. Kommst du mit? Oh, direkt auf der Straße, nice. Guck, wo das überhaupt ist, diese Kolonne da. Wieso ist das denn hier nicht eingezeichnet? Hier oben sind wir ja noch gar nicht. Siehst du irgendwas? Nee. Aber warte, vielleicht ergibt sich das im Dialog, ich weiß es nicht. Manchmal zeichnet er das ja nach dem Dialog ein. Jetzt fahr ich immer ganz langsam lang. Finde Dimrims Kolonne, da ist doch der grüne Punkt, so nach dem Dialog. Fahr ich mal ein bisschen Querfeld ein, oder? Was ein bisschen schade ist, finde ich, muss bei Mad Max, ist irgendwie, dass man auf den Straßen ja irgendwie deutlich schneller fährt. Okay. Ja. Was natürlich einerseits irgendwie Sinn macht, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie ein bisschen schade. Ich würde eigentlich auch lieber die ganze Zeit querfeldein irgendwie fahren. Ach so, das ist noch die Schrot, die wollen wir aber nicht. Tschüss. Tschüss. Ah, so nice. Und kaputt, Alter. War das nice oder was? Moment, zieh ich noch ein bisschen mit. Kannst du ja, glaube ich, jetzt auf B drücken, ne? Dann flippt er das Ding so. Bonds! Haha, geil! Juhu. Sams! Bomb! Ich hoffe mal. Der raucht ja richtig. Was ist der denn gemacht? Okay, das Auto mache ich noch kaputt. Und dann, da gibt's lecker Essen. Tschüss. Wie, das lebt immer noch? Was soll das denn? Okay, dann gibt's jetzt den Todesstoß. Bam. Weg mit dem Auto! Okay, und ein bisschen leckeres Schrott. Was hältst du eigentlich von Chump? Ja, er ist natürlich ein bisschen durchgeknallt und so ein bisschen erinnert mich immer an den Typen von 300, der am Ende alles kaputt gemacht hat. Oh, guck mal da hinten. Ich finde den so cool eigentlich, ey. Aber er ist eine coole Sau, auf jeden Fall. Ich finde, der wertet das Spiel so auf. So ein geiler Charakter, weißt du, das ist so ein bisschen wie bei Portal oder so, weißt du, wo man einfach so diese Charaktere dann hat, die einfach irgendwie cool sind. Oder, na gut, bei Destiny haben sie es ja auch ein bisschen versucht, so. Mit dem Würfel, aber. Ganz kurz, die Homies hier sind böse, ne? Denen musst du Wasser geben. Echt? Ja. Warum, was ist denn mit denen los? Warum haben die denn Angst? Ich weiß nicht. Den kann man irgendwie Wasser geben. Seien Sie doch nicht ängstlich. Ich gebe Ihnen ein bisschen Wasser. Möchten Sie ein bisschen Trockenwasser haben? Ich helfe, wo ich kann. Ich habe zwar selbst nicht viel, aber... Komm, trink. Naja, er ist skeptisch. Wieso gibt mir einfach so ein Dude Wasser? Das kann er einfach in dieser apokalyptischen Welt kann das kaum glauben. Happy Hour. Bitteschön. Nice, siehst du, direkt eine Stufe aufgestiegen, das hat sich auch gelohnt. Jetzt töte ich dich. Und saugst das Wasser aus seiner Blase wieder zurück. So, wir haben jetzt einen sogenannten Levelaufstieg hinter uns. Was haben wir denn hier? Neue Klamotten? Es gibt alles, einfach nur. 20% weniger Schaden durch Faust- und Waffenangriffe. Das ist doch ziemlich geil, oder? Wie viel Mark? 125 Mark kostet, 612 Mark haben wir. Das klingt doch gut. Ja, auf jeden Fall.
Kaufe ich einfach mal. Außerdem sehen wir dann vielleicht fabulous aus. Oh, Alter Schwede, Mann. Guck dir das mal an. Das ist Gucci. Ja, Alter. Hugo Boss, Alter. Was ist das? Handgelenksschutz. Alpha-Jacke ist das. Ja. Kennst du Alpha-Jacke? Ja, Alpha, von Alpha Kevin natürlich. Mhm. Schrotflinte. Jacke von Alpha Industries. Fertigkeiten. Hast du Messerbestrafer? Das ist der geilste Angriff, finde ich. Knochenbruch-Konter. Ich finde sowieso, ey, diese geile, ich weiß nicht, ob das im Englischen eigentlich auch so strange sind, diese ganzen Begriffe, aber ich finde die im Deutschen einfach nur lustig, wie das alles so heißt. Ja. Also ich meine, Messerbestrafer, hast du schon mal einen Move gehört in einem Spiel, der so geil heißt wie Messerbestrafer? Wer heißt denn eigentlich Knife Punisher oder wie heißt der im Englischen? Ich weiß nicht, vielleicht Knife Punishment oder so. Okay. Klingt ja irgendwie noch cool. Also ich meine, das andere klingt, ich weiß nicht, ich finde es halt geil irgendwie, es ist so lustig übersetzt, da muss man irgendwie lachen, auch wie die Leute reden. So, teilweise finde ich das einfach nur lustig, diese Begriffe. Das stimmt allerdings. Was hältst du denn von, dem Knochenbruch-Konter? Verursache enormen Schaden und betäube Feinde mit diesem mächtigen Konter. Ja, pff, normal, hört sich geil an. Oder? Kann man nur eine bestimmte Anzahl von Fertigkeiten ausrüsten? Weil da steht halt derzeit ausgerüstet und es klingt halt so, als wenn ich das so wieder abrüsten könnte. Ich kauf mal. Kauf erstmal. Erstmal kaufen. Erfolgreich installiert. Wahrscheinlich gelten die als nicht ausgerüstet, die du noch nicht gekauft hast oder so. Mhm. Oh, neue Schrotti. Ah, nicht nach jedem Schuss nachladen, das ist gut. Ja, das finde ich auch nice. Kaufen. Ey, du bist ja einfach nur im Shopping. Ja, Shopping Queen, Alter. Maxi Shopping Queen. So, das reicht jetzt. Kann er direkt nachladen, hast du gesehen? Was sagen so seine Eltern dazu? Sollen wir den ganzen Schrott gleich auf den Kopf hauen? Bösewichte. Anstatt mal was aufzusparen. Oh, ich hab's. Sollen wir die jagen? Guck mal, das sind böse Menschen oder so. Ja, die können vielleicht sterben. Man könnte aber auch vielleicht solltest du auch einfach zu deinem, nicht folgen. Den Daniel machen und vielleicht zu deinem... Ja, wir folgen dem Missionsziel. Du hast schon völlig recht. Lass. Au, ei, was, ei, ei. Was war das denn für eine komische Geschichte gerade? Hast du gesehen, über eine Halfpipe gefahren. Ja. Oder sind das Minenfelder hier? Ist das ein Minenfeld? Kann schon gut sein. Das Leben ist ein Minenfeld. That's deep. Und jetzt hier links hoch. Du musst doch links hoch gehen. Durch die Höhle, runter. Oh. Guck mal hier. Oh, was ist denn das? Sieht aus wie eine Sackgasse, muss ich ganz sagen. Nee, ist keine Sackgasse. Okay. Guck dir das mal an. Oh. Was ist das hier? Das ist, Oh, da ist ein Scharfschütze. Oh, der schießt auf dich. Ah. Okay. Bisschen im leichten Panisch. Der Scharfschütze. Panischen Modus. Muss auch gelacht haben gerade. Aber warte mal, wie kann ich jetzt nochmal Valabila die. Unten Steuerkreuz. Zack, ne? Ja. Unten Steuerkreuz. Gedrückt halten. Ja. So, Alter. Schieß auf den, ja. Snipe ich dich weg, Mann. So, ich muss jetzt erstmal wieder alles raffen. So, der labert nur dummes Scheiße. Der hat gar kein Snipergewehr. Wieso schieß auf den? Guck mal, der beleidigt dich. Soll ich für den echten Snipergewehr opfern? Ich weiß nicht, aber der beleidigt schon irgendwie deine Mutti und so. Kann ich auch nach vorne? Ja, kannst du fahren mit. Ja, der, oh. Ist da noch ein Sniper? Muss irgendwas war der mit? Das? Nee. Ah, da ist er. Nein, töte ihn. Nein, links ist es. Der da, Alter, wie Gorillas im Nebel, nein. Alter. Pam, Alter. Weg mit dir. Sehr gut, Mann. Habe ich noch eine Münze hier? Ja. Das müssen wir natürlich auch zu Ende machen, ne? Ja, die hast du aber ganz schön. Die Geschichte. Ganz schön weggehauen, die Typen, ey. Ja, aber das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Was ist denn das überhaupt da? Irgendein unheimlicher Vorposten. Was ist hier los? Ich hoffe, hier gibt es einen Aufzug oder sowas in der Art. Das wäre ja schade, wenn ich jetzt. Boah. Und. An die Wand ran und Wandtötung. Die sogenannte Wandtötung. Die arme Wand. Ja. Was kann die denn dafür? Ja, wir haben uns gar nichts getan. So, wo ist, sag mal, du bist doch jung, du kennst dich aus im Leben. Wo komme ich jetzt hier hoch? Ja, du musst den Aufzug rufen. Hier, ne? Da, wo der Liftboy ist. Nee, keine Ahnung, ey, ich weiß es nicht, wo man reinkommt. Vielleicht kommt man. Oder muss ich das abreißen mit dem Auto, dass ich da mit der Harpune gegenschieße und dann. Ich weiß es nicht. Das ist ein Seil. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie. Was ist denn das überhaupt? Da ist ein Seil. Ach so, man kann da hin. Ja, wir müssen da runterfahren. Runterfahren. Dann muss ich da hoch. Ah, dann kann man hochlatschen. Ein langer Weg.
Den machen wir, das nehmen wir aber noch in Kauf, ne? Weil das, ja, klar. Nachdem wir das drei Sniper-Patronen. Ja. Ist die beste Waffe im Spiel, habe ich gehört. Ja. Finde ich auch, der Bergfalke. Manchmal so muss man auch auf eigene Faust. Ich bin mal gespannt, was da hinten auf uns wartet. Das klang noch alles ganz nice. Hast du eigentlich mitbekommen, Nils, dass Na? Die den Bethesda-Podcast ohne dich gemacht haben? Ja, ich weiß. Das war nicht so geplant, aber meine schwerwiegenden körperlichen Defizite ließen das nicht zu, dass ich dabei war. Hab mich echt ein bisschen geärgert, weil... Ist okay eigentlich, ne? Nee, eigentlich okay, aber die hätten jetzt ja auch schlecht den primären Podcast meinetwegen verschieben können. Also ich verstehe das schon. Hm. Aber, ja, aber es wird ja wahrscheinlich sofort dann irgendwann mal einen extra Guck mal. Podcast geben, würde ich fast meinen. Ja, siehst du, da hast du doch alles wieder reingeholt. 2 Sniper-Gewehrkugeln, nee, 3 Sniper-Gewehrkugeln. Aber wir können das Ding hier, es ist nur Grafik jetzt, ne? Kann man nicht mehr mitnehmen. Nee. Aber was macht man jetzt hier? Schrott 1/2. Also hier ist auf jeden Fall noch was. Und da ist eine Leiter, die gehen wir jetzt mal runter gleich. Aber siehst du hier noch irgendwas? Nee, ne? Das ist da unten wahrscheinlich. Hier. Ja, hast du den Podcast gehört? Ja. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe ihn jetzt... Oh. Ein nackter Mann. Ich habe ihn jetzt... Was haben die mit dem gemacht? Ja, ich glaube so 2/3 durch oder so. Mhm. Und ja, ist echt cool. Ich muss sagen, ja... Na? Ede meckert immer so über das Kampfsystem von Elder Scrolls. Ich finde das immer gar nicht so schlimm. Okay. Ja. Ja. Meckert immer so rum. Sagt immer, wie scheiße das ist bei jeder Gelegenheit. Aber ich weiß nicht, ich finde, es hat auch seinen Reiz. Ja, also ich kann es verstehen, wenn man, oh Gott, dass ich das jemals in meinem Leben sagen würde, Dark Souls gespielt hat, das hat natürlich echt ein gutes Kampfsystem. Und ich finde es auch besser als das Elder Scrolls Kampfsystem. Ja, das ist ja auf jeden Fall auch besser. Aber zum Beispiel gerade bei Dark Souls muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, dieses Kampfsystem an sich finde ich eigentlich, ist jetzt gar nicht so revolutionär, sondern es ist eher so diese gesamte Spielerfahrung, auch durch den Schwierigkeitsgrad und so. Wenn man jetzt mal das Kampfsystem isoliert betrachtet, dann ist es eigentlich auch nicht so, dass es irgendwie, ich meine, da gerade was zum Beispiel so die Wucht der Schläge und so, die Ede dann immer bei solchen Gelegenheiten anspricht, die man bei Dark Souls so schön merkt und so, es gibt genug Situationen, wo man eigentlich überhaupt kein Trefferfeedback hat bei Dark Souls, noch bei Demon's Souls nicht. Man merkt es halt durch die Kraftanzeige, die halt in rapidem Maße dahin schwindet, so, das ist halt oft so das Ding, aber oft hast du auch bei Dark Souls kein Trefferfeedback, also weiß nicht, das Spiel ist einfach so ein Gesamtkunstwerk. Ich finde jetzt zum Beispiel so ein Kampfsystem, was wirklich für sich steht, ist zum Beispiel Batman so. Mhm. Da besteht ja eigentlich das ganze Spiel fast nur aus diesem Kampfsystem, was so voll revolutionär war. Oh, ich muss mal, sorry, dass ich immer ein bisschen abgelenkt bin, aber das Ding fällt auch, oder? Ja. Geil, da habe ich einfach mal 3 Türme mal in kürzester Zeit geschraubt. Ja, ich muss sagen, ich fand Skyrim auch, was mich an Skyrim sehr gestört hat, ich habe den Fehler gemacht, das muss ich mir selber ankreiden, aber ich habe relativ viel geschmiedet und mir diese geile Rüstung geholt, diese Daedra-Rüstung, wie die heißt, und dadurch habe ich das Spiel natürlich ein bisschen zu leicht gemacht, und dann war ich immer in den Dungeons und die sahen nach einer Zeit alle gleich aus. Und dadurch, dass ich schon so mächtig war und das Kampfsystem mir nicht so viel Spaß gemacht hat, hat Skyrim mich irgendwann auch verloren. Ja gut, aber ich meine, die Daedra-Rüstung kannst du ja erst schmieden, wenn du deinen Schmiedeskill auf 99 hast oder sowas. Ich habe derbe viel geschmiedet. Boah. Also ich meine, da muss man ja schon eine ganze Weile... Spring, 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 spring! Alter, er kann nicht mehr springen! Spring! Er kann aber sterben. Oh. Scheiße, hast du es gesehen? So Fuß da rein ist, glaube ich, nicht so nice. Nee, ich habe echt gedacht, dass ich das alles schon gereinigt hatte. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Bedrohung wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, diese Lager, die sind schon fies teilweise. Da muss man schon sich schon überlegen, wie man da reingeht. Auch zum Beispiel vorher diese Warcrier zu erledigen, soll ja wohl laut Daniel ganz sinnvoll sein, weil die sonst immer die Nahkampfgegner alle so aufpimpen. Und dann sind die alle stärker und so. Okay. Das heißt, also manchmal vielleicht mal irgendwie reingucken mit dem Scharfschützengewehr von außen, gucken, was da so für Dudes drin sind. Wenn man so einen Warcrier dann sieht, dann kann man den schon mal ausknipsen. Wo war diese scheiß Basis? War die hier rechts? Nee. Muss einfach mal kurz auf die Karte gucken. Müsste ja nicht genau da sein, wo du gerade warst. Also meistens startet man ja da dann direkt wieder. Nee, hier war das nicht. Was ist das denn? Tschüss.
Ah, schon lustig. Und aussteigen. Muss auch, ich muss mich auch denken, der hat gerade so eine Panne. Ja. Der ist so am Straßenrand. Hey, kann mir vielleicht jemand helfen? Und du, das ist der Apokalypsen-ADAC, ist doch klar. Rammelst einfach volle Kanne da rein. Oh, oh, shit. Das ist so wie diese... Oh, guck mal, jetzt kommen seine Kumpels. Nee, doch nicht. Komm her, trau dich. Oh, der Felsen ist portabel! Scheiße, ich dachte, ich bin safe in dem Felsen. Wie er komplett über dich drüber gefahren ist. Da steigt man lieber jetzt schnell wieder ein. Kann ich den entern, das Auto? Alter, was macht der da, der Dude? Die dumm. Kann ich da rein? Aua. Oh, der hat Stacheln ganz viele. Ja. Nee, zurück zum Auto. Oh, oh. Die kommen auf jeden Fall nicht klar da rum. Zickzack laufen. Die Felsen, das war ihm zu viel. Du hast ihn in eine Falle gelockt. Sehr geil, jetzt hol ich mir die Dödel. Wie dumm die da rum. Rein. Boah, oh, zum Glück bin ich rechtzeitig drin. Ja. Jetzt reicht's aber. So, du bleibst mal da stehen. Dann kümmere ich mich erstmal um den Buddy hier. Ja, okay, der hat gar keinen Bock mehr. Denkt sich nur so, nö. Alter, der hat Minen abgeworfen, der Dude. Ja. Hallo. Alter. Oh. Ah, okay, fuck, Mann. Das hatte ich schon, ja. Eine Mine nur musstest du. Das ist ja ein geiles Fahrzeug. Chamba, reparier das, während ich mich um den Typ da kümmere. Komm her, Mann. Ey, wie der scheißt aber auf seinen Kumpel, ne? Ist ihm so egal. Du Spacko, ey. Komm her. Er fährt ihn einfach mit um. Komm her, Mann. Das ist wie mit einem fucking Stier. Komm her. Lenken ist nicht so. Oh, ups! Hallo? Was war das jetzt? Oh. Du holst erstmal dein Fernglas raus. Ich hab gedacht, ich schieße ihn durch die Windschutzscheibe ab. Das hat nicht funktioniert. Oh, Alter. Aber volle Möhre, ey. Oh! Eieieiei, jetzt musst du aber langsam aufpassen. Eieiei, oh, Alter, was? Ey, das ist Spannung pur. Huch. Oh, jetzt muss ich hier wieder aussteigen. Weg. Scheiße. Versteck dich in dem Auto. Lauf! Oh Mann, ey, ist das schlecht. Chum Bucket ist mittlerweile fertig. Oh Gott. Das Auto ist, guck mal, das Auto ist wie neu, ey. Geil. Ja. Schnell! Oh Gott, nein! Er will halt einfach auch nicht einsteigen. So, Alter, war jetzt. Das knapp. Bist du tot? Nein. Oh, alter Schwede. Alter. Was machst du? Oh, Mann. So, mein Freund. Was für ein Kampf, ey. Ja. So, nice. Jetzt hab ich dir schon mal das... Oh. Das war eine ganz schöne Breitseite. Ja. Ah, okay. Den? So, tschüss. Hey. Tschüss. Oh, Alter, Mann, mein Herz, ey. Aber da bin ich ja noch daneben gebraust. Aber das gucken wir uns mal näher an, oder? Ganz kurz. Ja. Was wir da erbeutet haben. Kann man da nicht rein? Die haben überall Stacheln, aber von der anderen Seite müsste ich da jetzt rein können. Bringe dieses Fahrzeug zurück zu einer Festung, um es in der Fahrzeugsammlung freizuschalten. Aha. Okay, das ist natürlich... Minen abwerfen. Guck mal, kannst du jetzt Minen abwerfen. Sollen wir das mal machen? Ja, und dann fahren wir am besten gleich direkt rüber. Wo ist denn die nächstgelegene Festung? Wo bist du denn überhaupt? Wir sind hier... Ja, dann fahr doch zu Gutgash, oder? Oh, das ist nicht so weit weg. Da. Ja, ne? Und was ist das? Nee. Ödländer, blabla. Ja, können wir Schnellreise machen? Fahr doch einfach zu Gutgash jetzt. Das ist aber da nicht, das ist da bei dem Ach Türmchen. So. Genau. Nee. Ja, ich glaube, wenn du jetzt Schnellreise machst, dann bist du mit deinem Auto da, nicht mit dem. Ach echt? Aber ey, versuch's, aber. Na komm, wir brettern da eben schnell hin. Ich will das Auto jetzt, habe ich mir hart erkämpft, was wir jetzt haben. Lustig. Okay, was geht mit dem Ding? Geilsten Motor hat das aber nicht. Ja, aber es kann halt Minen ablegen, ey. Mach mal so eine Minen-Action. Geil. Lustig. Vor Bussard-Fraktion gewarnt. Getarnt.
getarnt. Ja, so schlecht ist er gar nicht, der Flitzer, ey. Und unsere Karre steht jetzt da rum, ey. Ja, aber Chumpaket fährt die nach Hause. Okay. In der Welt von Mad Max, da wäre ich auch nicht gut aufgehoben. Ohne Führerschein. Ja, aber ist doch gut. Da wirst du nicht kontrolliert. Kannst du fahren. Marco Reus hätte seine Freude an diesem Land. Na gut, da kommst du einmal in die Polizeikontrolle, ne? Ah, das stimmt. Ist der Führerschein weg? Achso, der nicht vorhandene. So. Hope hat eine neue Ödlandsmission für dich. Aha. Geil, neues Fahrzeug, Mann. Oh yeah. Super nice. Soll ich jetzt mal zu Hope laufen, oder was? Wie weit ist sie denn weg hier? Mhm. Wer ist das denn, Alter? Und warum ist sie da gefangen? On our way to our new master, our rig was ambushed by buzzards, but we fled. What do you want? There's hidden things in the rig, a treasure for someone like you. Why tell me this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig. Und welche von beiden findest du hotter? Go there and see. Ernsthafte Frage. Ja, ich weiß. Warum ist sie denn da jetzt gefangen, ey? Ist, im Reich der Bestie. Okay, wir können eine Sniper-Verbesserung freischalten. Ziemlich geil. Können wir jetzt mit der anderen Karre dahin fahren? Ich weiß nicht, also ist es für mich auch Neuland. Aber wir machen jetzt ein bisschen Werbung, dann setzen wir uns in unseren Opus Karus und dann sind wir gleich wieder zurück und machen das Ödland unsicher. Nice, Mann. Bis gleich.